Hallihallo Team und herzlich willkommen zu Folge 3 hier auf meinem Kanal. Ja, wir spielen jetzt schon die dritte Folge Mordors Schatten. Boom. Oh nein, es ist ein... damit habe ich jetzt nicht mich mit Magie versengen. Jetzt verbrenne ich deine Leiche. Oh nein, bitte nicht explosive Pfeiler. Dann bin ich am Arsch. Okay, der kriegt jetzt schon kaum Schaden. Das heißt, wenn gleich der Rest kommt, war's das. Nein, das war's dann nicht für mich. Wir machen wieder unseren schönen Plan. Stehen die Leute praktisch? Nein, gar nicht getroffen. Aber ich treffe gerade nicht. Ja. Schön das Lagerfeuer getroffen. Und jetzt Steuerung rechts. Nein. Ach nee, der muss doch zuerst down sein. Der Rest sich auch daran, wenn der Sack zurückziehen. Nein. Natürlich nicht. Moon? Moon geht. Ich muss aufhören zu schleichen. Ich muss den irgendwie treffen. Der ist immun gegen Pfeile, immun gegen Schleichen. Ah, gleich ist er tot. Unsere Legionen zermalmen dich. Hast Niederlagen oder was? Verhören. Informationen sammeln. So, wen nehmen wir denn? Wir nehmen den. Passt. Und neues Ziel wollte ich gar nicht. Und tot. Haben die jetzt Angst? Ja, das finde ich gut. Der kämpft weiter. Verhören. So, jetzt werden wir uns irgendeinen, von dem wir noch keine Information haben. Ich denke mal, der. Ja, holen wir uns halt von dem Infos. Anfällig auf Todesstöße, anfällig auf Schleichtodesstöße. Und anfällig gegenüber berittenen Bestien. Ah. Tod. Ja, schon mal ganz gut. Nein, nein, nein. Ich möchte mir, falls irgendwas passiert, erstmal das Ding sichern. Der will mich angreifen. Der Rest flieht. Okay. Aber wir wollen erstmal gucken. Verbesserung. Hinrichtung. Drücke F, wenn du eine Treffersäge aufgeladen hast, um deinen Gegner hinzurichten. Aufladen der Treffersäge nach 8. Aufprall. Gekonterte Gegner stolpern rückwärts, werden betäubt oder fallen zu Boden. Das ist ganz praktisch, wenn man gegen viele kämpft, finde ich. Okay, machen wir erstmal weiter. Mit der Hauptmission. Müssen wir aber auch erstmal hinkommen. Nach der Hauptmission werde ich gucken, ob ich erstmal so kleine Nebenmissionen mache. Damit wir ein bisschen Geld sammeln können für unsere Waffen. Ah, ich kann schon wieder. War das die Waffe, wo ich was... Hallo? Nein, bin ich nicht. Ah, jetzt. Wo ich unbedingt was hinzufügen wollte. Munition zu erhalten. Erhöht den Nahkampfschaden. Ach, wir gucken das dann mal. Ah, ich hab wieder eine Verbesserung. Nee, oder? Ah, Attribute. Das können wir uns auch damit kaufen. Was ist das? Bogenruhenplatz. Ah, okay. Hier schalten wir die Ruhenplätze frei. Hier ist erhöht Fokuswert, mehr Elbengeschosse und höheres Gesundheit. Ich wollte gerade Mitri sagen. Aber das ist ja die Währung. Die Werbung. Ich hab's gerade nicht so mit deutscher Sprache. Ah, nee. Keiner drin. Er ist tot. Mit einer schönen Schleichtötung. Das ist unsere Chance. Ist denn das klar? Ah, die. Was ist da los? Ach, das.
Ah, es ist ein Sklaventransport, sag ich mal. Vielleicht schaffe ich es ja, ihn so zu befreien. Sind die jetzt frei? Ja, passt. Okay. 900 Fuß noch. Das finde ich in dem Spiel voll nice. Man muss gar nicht weit laufen. Was ist hier los? Nee, das gefällt mir mal gar nicht. Tot. Den holen wir uns auch noch. Okay, das wird kein Schleichtod mehr. Ja, dann lebt noch. Kann ich den wegstoßen? Nee. Wie war es? Wegstoßen, wenn man kontert? Oh, jetzt ist hier noch ein Fernkämpfer. Wo ist denn der? Ich darf den nicht so oft hitten. Jetzt überlebt er das nicht. Ich hoffe, ich mache dem so nicht zu viel Schaden. Und tot. Nee, nee. Ah, jetzt muss ich weg, jetzt muss ich weg, jetzt muss ich weg, jetzt muss ich weg. Schon wieder dramatisch. Uhu. Dir fällt gar nicht auf, dass ich hier so neben dir hochkletter. Ich hoffe, die vergisst mich einfach. So. Ah ja, die haben mich dort das letzte Mal gesehen. Das wird wohl gleich heißen. Die suchen mich nicht mehr. Und Aufzehrung. Und tot. Was machen hier so viele Urks? Wenn ich wenigstens irgendwo ein Lagerfeuer wäre, wären die alle tot. Ah, okay. Tod von oben können wir vielleicht gleich mal ausprobieren. Und der ist tot. Und der geht gleich seinen Freund besuchen. Okay, falsche Taste. Hier holen wir uns erstmal das schöne Kraut. Oh, ich drücke mal die falsche Taste. Was machst du hier? Verschwinde lieber. Oh, sorry. Das wollte ich doch gar nicht. Hatschi. Muss auch mal niesen. Tut mir echt leid. Was war das gerade? Du lässt den in. Hallo? Scheibenkleister. Das war nicht mit Absicht. Ich muss nur mal wieder Aufzerrung machen. Ich brauche ein paar Geschosse. Genau. Bitte, bitte. Hier rennt zwar noch eine rum, aber bitte, dass ich euch geholfen habe. Tot. Okay, wir sind auch gleich da bei unserer Mission. Sind zwar schon wieder 10 Minuten um, aber naja. Wie war das V? Kein Garkoll in der Nähe, sonst hätte ich jetzt das Ding runtergelassen. So. Oh, hier ist eine Festung. Na? Ich will eigentlich nur gerne hier. Oh nein. Ich würde eigentlich nur mal gerne kurz in diesen Modus wechseln, um zu gucken, wie ich die Leute hier loswerde. Noch hat mich, glaube ich, niemand bemerkt.
Da sind welche. Warum kommst du nicht her, Waldläufer? Na, warum komme ich nicht her, Waldläufer? Oh, ich bin ja der Waldläufer. Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Map? Was ist das? Oh, ich spiele gerade den falschen Hauptauftrag. Ob ich den überhaupt schon schaffe, aber der ist cooler. Sei einem Ork behilflich, Waldläufer. Ja. Nee, das ist nicht die richtige Reihenfolge. Ah, das war jetzt echt doof. Soll ich es trotzdem machen oder soll ich hier einen kleinen Cut setzen? Ich habe hier doch in der Nähe einen Turm, oder? Warum ist denn, weil ich im unbekannten Gebiet bin, glaube ich. Das ist jetzt echt, echt doof gelaufen. Ich kann das aber noch nicht beginnen, das wäre doof. Ich wollte die Story kaputt machen. Ich muss nämlich erst zu der Verfolger. Ich habe mir das Ziel falsch gesetzt. Tut mir gerade echt leid, dass ich das hier ein bisschen vermasselt habe. Wegpunkt festlegen. Habe ich gemacht? Wo ist es denn, wie weit weg? Naja, egal, ich laufe erstmal in die Richtung. Ich werde jetzt auch ein bisschen zügiger laufen. Und nicht mehr so viel kämpfen, nur im obersten Notfall. Schleicht da jemand umher? Nein, ich schleiche nicht umher, ich renne hier lang. Weil ich gerade einen kleinen Fehler gemacht habe. Hab ich nicht vorhin erzählt, dass es noch so gut ist? Dass ich das Spiel so gut finde, dass man hier nicht so weit laufen muss und dann renne ich erstmal über die ganze Map in die falsche Richtung. Aber naja, das heißt, wir werden jetzt einfach gerade durchlaufen. Damit ich die Mission beginnen kann. Ich nicht jetzt in dem Gebiet. Ich kann mich hier auch nicht teleportieren. Ja, okay, ich habe schon. Ja, man kommt echt schnell voran. Und die Urks sind zum Beispiel zum Glück ziemlich dumm. Sonst hätten die mich jetzt schon lange bemerkt. Ganz lange. Linke Steuerungstaste. Oh, Information. Das finde ich gut, dass die hier einfach so rumliegen. Ja, gut. Was? Kann ich noch mehr? Hey, ich habe das doch gerade. Nee, geht nicht mehr. Schade. Ich dachte schon, ich kann das mehrmals machen. Huhu. So, der musste kurz sein. Den konnte ich so schön im Vorbeilaufen ausschalten. Das musste einfach sein. So, gleich sind wir da. Boah, 12 Minuten gerade verschwendet. Um jetzt zu der Verfolger zu kommen. Der Verfolger. Ah, nee. Welche Macht wohl? Das sollte nicht sonderlich schwer sein. Hoffen wir mal, dass das nicht sonderlich schwer ist. Es wäre sonst doof. Folge den Spuren. Diese Spuren scheinen weder Mensch noch Biest zu hören. Okay. Umso mehr Grund, ihnen zu folgen. Es tut mir leid, Sklave, aber ich muss in der Folge heute auch noch was schaffen. Dieses Geschöpf ist im Klettern geübt. So. Hier lang. Ich finde diese Ansicht nicht so toll, weil man da nicht so viel sieht. Ich merke nicht mal richtig, wenn ich gegen eine Wand laufe, erst wenn ich genau in der Wand drin stehe. Oder wenn ich irgendwo sehe, dass Fußspuren nach oben gehen. Ups, ja, hier bin ich jetzt aus Versehen runtergelaufen. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Oh, hier ist ein Turm, den ich noch nicht geholt habe. Werden wir gleich mal erledigen. So im Vorbeilaufen. Jupp, der Schmiedeturm, den haben wir echt noch nicht. Und boom. Jetzt ist er unser. Eine Zitadelle aus Alters. Es sind nur meine Augen sehen. Okay.
Hier geht's lang. Ah, 25. Wie viel? Okay, die mögen mich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ach, befreit die Sklaven, zusätzliche Ziele. Ah, okay, darauf habe ich jetzt echt nicht geachtet. Das ist jetzt echt doof, sonst hätte ich das natürlich gemacht. Ja, das läuft es. Aber das werden wir uns schnappen. Es ist gerade echt dunkel. Wo ist es denn? Okay, ist das vielleicht hier hoch? Das vermute ich aber irgendwie nicht. Ah, da finden wir gerade etwas. Upsala. Wo ist das Vieh? Warum ist es so dunkel? Ich finde es nicht. Das ist jetzt echt doof. Geht es hier hinten weiter? Nein. Im Nachhinein wird man das bestimmt echt gut sehen. Man denkt sich, wie doof war ich hier. Aber gerade bin ich echt sprachlos. Was? Ich schneide hier gleich was raus, wenn das so weitergeht. Das werden wir uns natürlich holen. Was ist denn die Aufgabe? Erkunde die Höhle. Ich würde sagen, ich habe die Höhle schon komplett erkundet. Hier geht es nicht mehr weiter. Ich muss auch sagen, es ist echt dunkel gerade. Ich weiß nicht, ob ihr mehr seht. Ich hoffe, dass ihr mehr seht. Sonst wäre es nämlich echt doof. Hier geht es nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Der einzige Weg, wo es weitergeht, ist hier. Da sind auch keine Fußspuren. Und hier ist eine Wand. Geh. V. Nirgendwo ist etwas zu finden. Ah, ich hätte das hier nehmen müssen. Okay, das war echt doof von mir. Es tut mir leid. Ich habe die ganze Zeit nach Gollum gesucht. Was ist das? Was ist das? Ah, so viel, das kann ich reiten, vielleicht krieg ich's ja hin. Ja, ich weiß, wie ich das mache, aber ich will das gar nicht. Ich glaube, ich muss. Mann, ist die gerade schnell runtergefallen. Was war das? Okay, ganz schnell aufgeladen und weiter geht's. Soll ich das Ding einfach erschießen, ne? Okay, ich möchte mal kurz was gucken. Okay, hier drin ist er nicht. Aber ich denke mal. Ah, okay, da kommt unser Freund. Komme ich irgendwo auf den Vorsprung?
Das sind genug Geschosse, die ich danach aufsammeln kann. Und oh. Ich will dich eigentlich nicht töten, du bist mein Freund. Das ist schon klar. Muss ich dich töten? Ja. Au. Ich war one hit. Also auf jeden Fall ausweichen. Okay, ich bin tot. Doch nicht. Oh, ich hätte mal nicht so auf. Okay, da hat es mich. Wiederholen. Okay, da werde ich mich jetzt mehr drauf konzentrieren, das Ding zu töten. Weil die Uchs sind dagegen ziemlich leicht. Schon klar. Ich glaube, ich habe die Story etwas langsam durchgespielt, weil ich das schon alles weiß, was die mir da gerade beibringen. Ich habe doch gerade geschossen. Lebt es noch? Es hat gerade ein paar Sperre abbekommen. Puh. Und Finisher. Gleich noch einen hinten dran. Noch einer. Ah, den. Ah, au, au, au. Den könnten wir zwar für Infos gebrauchen, aber. Aua. Das tat weh. Hallo. Bitte. Ja, hier. Nehmen wir mal einen Schlügel. Sonst war's das gleich. Oh, er ist tot. Okay, wir haben einen Verbesserungspunkt bekommen. Die Kreatur, die kann warten. Hinrichtung. Er lernt. So, du, ich hatte doch vorhin geguckt, ob sie hier ist extra. Was für ein Zufall, auf einmal ist sie hier. Okay, also der Verfolger abgeschlossen. Was ist denn jetzt die Hauptmission? Ist die entweder findet Gollum oder der Geist von Mordor? Okay, aber ich würde auch schon sagen, das war's mit der dritten Folge von Shadow of Mordor. Mordors Schatten, wie rum auch immer. Der Orkschnitzel-Simulator. Naja, in der nächsten Folge werden wir die Armee von Sauron infiltrieren. Also, vergesst nicht einzuschalten. Über ein Like und ein Abo würde ich mich freuen. Also, haut rein. Ciao, ciao!